Es kann so schön sein an den Märkten, so zumindest könnte man glauben, wenn man auf den Dow Jones guckt, denn der Index, das ist hier der Index in der Kasse, den wir uns gerade angucken, der ist so tapfer unterwegs. Wir gucken uns das hier mal an. Seit dem Tief, was wir hier hatten, am 23. ist es so schön nach oben gegangen, tatsächlich alles Babene. Und man kann eigentlich nur begeistert sein und sagen, oh, ist das alles vielleicht schon vorbei? Wie klasse, jetzt können wir doch einkaufen. Man liest immer sehr viel aktuell. Wir bekommen eine klassischen Bullen-Recovery, also ein V-shaped Recovery sozusagen, dass es wie ein V aussieht hier nach oben. Aber ist das wirklich realistisch? Ich muss ganz ehrlich sagen, lassen wir uns da mal überraschen. Im Moment gibt es allerdings nichts Negatives zu sagen, zumindest mal das, was wir sehen. Ist das also auch ein Zeichen, dass man jetzt unbedingt rein sollte? Aus meiner Sicht nicht unbedingt, denn wir müssen damit rechnen, dass wir mal einen Rücksetzer kriegen. Und der könnte uns dann allerdings wirklich sehr hilfreich sein. Warum denn jetzt nicht reingehen? Ich mag nicht gerne in eine Bewegung reinlaufen, die gerade hier schon gelaufen ist, weil ich keinen Plan habe, wie weit das noch läuft. Läuft das jetzt noch 100 Punkte, noch 1000 Punkte, noch 5000 Punkte? Ich weiß es nicht. Vielleicht läuft es auch nur noch 10 Punkte. Und wie oft kennen wir das? Wir alle haben das erlebt. Da würden wir uns was vormachen, wenn wir was anderes behaupten würden. Wir steigen ein. Und zwar wo? Am höchsten Punkt und anschließend dreht der Markt. Es ist ein Mysterium. Auf jeden Fall wollen wir das natürlich vermeiden. Deshalb nicht einfach blindlings reingehen, sondern tatsächlich abwarten, bis der Markt irgendwie was Korrektives mal nach unten macht. Dann hätten wir Chancen, nochmal das Ganze aufzugreifen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass so einem Rücksetzer und so einem Anstieg ist es klassisch, dass irgendwie sowas kommt und wir nochmal was bekommen. Typischerweise, sehr gerne, kommen Bewegungen eben in, sagen wir mal ganz grob, in drei Wellen, also in einer ABC-Bewegung oder vielleicht noch umfangreicher. Das kann auch sein, dass es noch viel weiter läuft, aber irgendwann kommt eine Unterbrechung und anschließend nochmal eine Fortsetzung. Dafür ist diese Bewegung einfach zu dynamisch, als dass wir sagen könnten, ja, das wird da wohl nicht passieren. Also, das ist doch zumindest mal hoffnungsgebend. Wir können also mit weiter steigenden Notierungen durchaus rechnen, aber nicht eben in einem Guss, sondern idealerweise nach dem Rücksetzer. Ich muss zugeben, ich weiß natürlich auch nicht, ob der jetzt in diesem Moment oder in den nächsten Minuten passiert oder ob das Ganze dann noch ein bisschen steigt und dann erst passiert. Alles möglich, alles denkbar. Was ich nur weiß, ist, nicht unbedingt einsteigen, wenn der Kurs seit längerem, gut, in den kurzen Dimensionen hier, die wir hier auf dem Bildschirm haben, seit längeren, seit vielen, vielen, vielen Kerzen, nur nach oben strebt, sehr, sehr gefährlich. Denn das ist meistens oder sehr häufig dann sehr bitter, wenn man am höchsten Punkt dann entsprechend einsteigt. Da kann man sich ruhig auf kleinerer Ebene festhalten, egal auf welcher es ist, dann sobald der Kurs dann im 5-Minuten-Chart oder sowas. Und sei es nur so etwas, alles besser als irgendwo am Hoch einzukaufen. Ein bisschen, dass er wenigstens runterkommt, ist da eine Hilfe. So, jetzt ist es aber lohnenswert, nach den tollen Bildern, die wir hier beim amerikanischen Markt sehen, mal auf den DAX zu gucken. Das ist der DAX-Index und der ist ja auch gestiegen. Allerdings insgesamt sieht das noch gar nicht so toll aus. Denn wir hatten immerhin hier ein etwas anderes Bild. Eine sehr wackelige, nein, Entschuldigung, sehr starke Abwärtsbewegung und jetzt was sehr Wackeliges nach oben. Und das ist doch eigentlich so ein Indiz für abwärts. Hä? Wie geht das denn? Kann doch nicht sein, dass der DAX fällt, während der Dow steigt. Vorsichtig. Wir hatten ja auch beim Dow gesagt, wir müssten eigentlich jetzt mit einem Rücksetzer rechnen. Und es ist denkbar, dass das, was ich beim Dow wackelig nach unten gezeichnet habe, beim DAX dann nachher so aussieht. Das liegt einerseits an der Zeitverschiebung, dass der Dow halt seine Zeit am Nachmittag hat, während der DAX sie am Vormittag hat. Und da kann es durchaus mal passieren, dass der eine Markt dann eben das steilere Teilstück mitnimmt, während der nächste Markt dann das wackeligere mitnimmt. Also das wäre denkbar. Das heißt aber nichts anderes für die Kürzerfristigen, sich hier dann mal auf die Abwärtsseite zu spezialisieren, wenn er mal da etwas triggert, also wenn er mal tatsächlich hier irgendwelche Zwischentiefs triggert. Für mich wäre es eigentlich diese Marke, die finde ich aber relativ unattraktiv, weil die sehr weit weg ist vom Hoch. Das kann man nicht gut stoppen. Aber das können wir ja mal gucken, ob man das vielleicht auf einer anderen Zeitebene, auf einer kleineren Minute, na, ich weiß es nicht, aber zumindest mal dort nochmal schaut oder eben, indem man mal guckt, ob diese Abwärtsbewegung dann irgendwie sowas mitbringt. Oder aber man sagt sich, alles Tinef, ich muss doch nicht immer das, was der Born macht, machen, völlig richtig, sondern sich was anderes raussucht. Das könnte zum Beispiel irgendein Indikator sein, wo man dann eben sagt, okay, der hat hier in der Vergangenheit einigermaßen passend, das ist jetzt in diesem Fall witzigerweise nicht so, also diesen würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Das ist alles der gleiche Indikator, es geht nur darum,
dass er das Bild hier so einigermaßen abbildet mit den Hochs und Tiefs, also sprich die Indikatorensituation synchronisiert. Wenn das eben der Fall wäre, wenn man eben sagt, okay, hier bei diesen Einstellungen haben wir Hochs und Tiefs einigermaßen im Griff, dass das so einigermaßen passend ist. Ah, okay, wenn hier unten tief war, dann war auch hier ein Tief, wenn da oben ein Hoch war, war auch hier ein Hoch. Der scheint einigermaßen synchronisiert. Das könnte dafür sprechen, dass der Markt jetzt quasi einen Dreh quasi imminent hat. Da kann man durchaus, das soll jetzt nicht unbedingt eine Handelsempfehlung sein, aber dann auf einer kleinen Zeitebene sagen, komm, da versuche ich mal einen Short, dann aber auch ganz eng trailen den Stop, denn es kann dann ganz schnell doch wieder drehen. Wenn es aber läuft, das haben wir auch in den letzten Tagen mehrfach gelernt, dann ruhig mal laufen lassen, denn die Bewegungen können sehr umfangreich sein. Da geht es ja teilweise um viele, viele hundert Punkte, die der Markt dann mal eben in ein paar Minuten dann eben flitzt. So, also viel Spannung aktuell an den Märkten. Ich hoffe, dass das durchaus anregt für den einen oder anderen Trade. Wer da noch nicht so ganz firm ist und sagt, ah, ich weiß immer nicht, was ich tun soll, vielleicht eine Anregung anmelden für den Trade des Tages oder für diejenigen, die es ein bisschen aktiver wollen und Nachrichten auch aufs Handy bekommen wollen, zwischendurch immer mal am Tag, wenn mal was ganz Tolles ist, mal was sichtbar ist dort, dann anmelden für Trade2Go und diese Nachrichten dann kostenfrei dank unseres Sponsorpartners eben aufs Telefon bekommen, aufs Smartphone, per WhatsApp oder Telegram oder natürlich auch per Computer, wenn man sagt, da kann ich sogar noch größer angucken. In diesem Sinne jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und toi 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 für die Märkte.